Hallo Internet. Ich hatte das Vergnügen, in den letzten Wochen das XF 18mm f1.4 zu testen. Und ich will mit euch heute die Frage klären, was hat sich Fujifilm bei der Linse eigentlich gedacht? Vorab wie immer die Info, das Objektiv wurde mir von Fujifilm ausgeliehen, ich werde aber nicht für das Video bezahlt. Ich darf in dem Video, also wie immer, meine ganz ehrliche Meinung sagen. Es gab von Fujifilm ja schon mal ein XF 18mm, damals in Blende 2. Das war eins der ersten drei Objektive, die Fujifilm zusammen mit den X-Kameras vorgestellt hat. Das war 2012, ist also durchaus schon ein paar Tage her. Ich habe mich schon lange gefragt, ob nicht mal ein Nachfolger für das Objektiv an der Zeit wäre. Ich bin ganz ehrlich, ich glaube nicht, dass das XF 18mm 1.4 unbedingt als Nachfolger gedacht ist. Es ist einfach nur die gleiche Brennweite, aber es ist ein komplett anders gedacht. Das Objektiv. Bei dem XF 18mm damals war die Überlegung sicherlich, ein möglichst kleines, kompaktes Objektiv zu bauen mit einer okay Bildqualität. Hier ist es genau andersrum gedacht. Das XF 18mm 1.4 geht eher die Schiene, die bestmögliche Bildqualität zu liefern, und dann haben die Ingenieure versucht, das in ein möglichst kleines Gehäuse reinzubekommen und immer kleiner zu machen. Dabei aber niemals einen Kompromiss einzugehen, was die Bildqualität angeht. Und ich würde sagen, das ist ihnen auch geglückt. Warum aber überhaupt 18mm? 18mm, umgerechnet auf Kleinbild, entspricht es 27mm. Es gibt ja schon ein 16mm von Fujifilm, es gibt ein sehr gutes 23mm von Fujifilm. Warum sollte da dazwischen nochmal Platz sein für ein zusätzliches Objektiv? Ich bin ehrlich, nachdem ich mal mit einer Leica Q1 damals noch ein bisschen rumgespielt habe, mir die Q2 dann auch mal angeschaut habe und andere Kameras ausprobiert habe, die eben auch mit diesen 27mm Kleinbild daherkamen, habe ich gemerkt, ja, in der Lücke zwischen 24mm und 35mm, da gibt es durchaus Raum für ein zusätzliches Objektiv. Ich habe mit diesem XF 18mm oder 27mm auf Kleinbild einfach die Chance, noch mehr Geschichte in meine Bilder reinzupacken. Das ist für Street gut, das ist für Reportagen gut. Ich kann aber trotzdem mit dem Objektiv ein bisschen näher an die Menschen rangehen und kann immer noch Porträts von denen schießen, kann sehr situative Porträts von den Menschen machen. Und das ohne zu sehr zu verzerren, ohne dann zu weit zu sein, wie zum Beispiel mit dem 16mm oder eben den 24mm Kleinbild. Das hat hier also die perfekte Lücke gefunden tatsächlich, wo es für beides immer noch sehr, sehr gut zu gebrauchen ist. Und je mehr ich Reportagen fotografiere, desto mehr sehne ich mich tatsächlich nach einem Objektiv, das genau diese Lücke füllt. Und da scheint es jetzt perfekt drin gelandet zu sein. Diese 27mm ändern tatsächlich auch ein bisschen meine Herangehensweise, wie ich meine Bilder mache, welche Ausschnitte ich wähle, wie nah ich an die Menschen rangehe. Es ist einfach tatsächlich nochmal eine komplett andere Brennweite. Und das reizt mich im Moment total. Ich habe die letzten Wochen fast ausschließlich mit dem Objektiv fotografiert, weil ich es eben so neu und so spannend fand. Und ich auch ein bisschen andere und neue Bilder gemacht habe und mich wirklich kreativer gefühlt habe zum Teil mit dem Objektiv auf der Kamera. Was Fujifilm vielleicht auch davon überzeugt hat, diese 18mm nochmal anzugehen, sind tatsächlich Smartphones. Die meisten Smartphones kommen mit dem Standardobjektiv, das sie drauf haben, ungefähr auch zwischen 27 und 28mm auf Kleinbild umgerechnet daher. Und ich glaube schon, dass viele Umsteiger von Smartphones, die sich jetzt eine richtige Kamera kaufen, mit dem Objektiv sehr glücklich werden. Weil dann müssen sie sich nur an die neue Kamera gewöhnen, nicht aber an die neue Brennweite. Das ist dann was Vertrautes, was sie vorher auch schon kannten. Und ich glaube, da leistet dieses 18mm auch sehr, sehr gute Dienste in dem Fall. Kommen wir mal zu den Hard Facts dieses neuen Objektivs. Komplett aus Metall gebaut, was anderes hatte ich auch nicht erwartet. Es macht einen super stabilen und wertigen Eindruck und wiegt gerade mal 370 Gramm. Das ist wirklich sehr wenig für das, was das Objektiv auch kann und was da alles drin steckt. Wir haben 9 Blendenlamellen, gerundete Blendenlamellen, die ergeben ein wunderschönes Bokeh, auch wenn man ein bisschen abblendet. Das sieht wirklich hervorragend aus an dem Objektiv, das muss man auch mal betonen. Gerade bei so einem Weitwinkligen ist es nicht
immer unbedingt erste Priorität. Aber sobald ich meine Objekte näher ranbringe und näher an diese Naheinstellgrenze rankomme, wird das Bokeh immer deutlicher und immer deutlich schöner auch tatsächlich mit dem Objektiv. Ich habe ja auch eine Naheinstellgrenze von 20 cm. 20 cm zum Sensor. Das sind circa 11 cm noch, die dann mein Objekt von meinem Objektiv entfernt ist. Damit kann ich wirklich zum Beispiel Blüten rausarbeiten mit einem 18mm Objektiv, weil ich so eine unglaubliche Freistellung dann erreiche mit diesem f1.4. Es ist sicherlich nicht als Makroobjektiv gedacht, aber wenn ich mal Details fotografieren möchte, kann ich einfach nah rangehen und kann die wirklich sehr schön aus dem Rest der Umgebung rauslösen. Da das Objektiv so klein ist, habe ich auch ein 62mm Filtergewinde vorne dran. Ich muss also keine riesigen neuen Filter kaufen. Wie bei vielen von meinen anderen Objektiven kann ich hier die 62 weiterverwenden. Was man zu dem Objektiv auch sagen muss, es ist wirklich klein, leicht und unauffällig. Und ich denke, als die Ingenieure das Objektiv entwickelt haben, haben sie immer die X-Pro Bodies im Sinn gehabt. Da fühlt sich dieses Objektiv wirklich am wohlsten, glaube ich. Es passt hier perfekt drauf, es ist perfekt ausbalanciert, es ist nicht front-heavy in irgendeiner Art und Weise, weil es eben so leicht ist. Es ist relativ schmal, auch wenn es ein bisschen länger ist als das 16mm und als das 23mm, fühlt sich es an der Kamera kleiner an. Und ich glaube, das liegt einfach daran, dass es schmaler ist und schmaler in der Hand liegt. Das XF 16mm und das XF 23 haben ja noch diese Klatsch-Fokus-Mechanik, die auch noch mal ein bisschen aufträgt vorne. Und die fehlt dem 18er. Zum Glück fehlt die dem 18er. Und dadurch wirkt es ein bisschen schmaler. Und das macht wirklich gerade in der Reportage in Street sehr, sehr viel Spaß. Und ich sehe es auch ein bisschen als mein Everyday-Objektiv. Also ich habe das Objektiv, wie gesagt, ganz bewusst nicht von der Kamera runtergemacht. A, wollte ich testen. Auf der anderen Seite hat es so viel Spaß gemacht und ich kann im Alltag so ziemlich alles damit fotografieren. Und es ist nicht besonders groß, passt einfach in eine ganz kleine Tasche auch rein mit meiner Kamera dran. Und ich kann es so die ganze Zeit auch tatsächlich dabei haben. Der Fokusring an dem XF18 ist so wie bei allen anderen XF-Objektiven, die wir in der letzten Zeit gesehen haben. Fly-by-Wire-Ring heißt, der ist voll elektronisch, der hat also keine mechanische Verbindung zu den Linsenelementen drin. Er funktioniert also auch nur, wenn die Kamera eingeschaltet ist. Daran muss man sich als Umsteiger vielleicht erstmal gewöhnen, wenn man jetzt die alten Spiegelreflexkameras und deren Objektive gewohnt ist. Ist für mich aber kein Problem. Der Fokusring läuft smooth, das ist alles cool, da habe ich gar nichts dran auszusetzen. Der Blendenring ist auch super, läuft knackig. Für mich dürfte er ein bisschen knackiger oder ein bisschen schwerer laufen tatsächlich. Da ist für mich immer noch die Referenz des XF 90mm. Das hat meines Erachtens nach den besten Blendenring. Der gefällt mir einfach am meisten. Was ich schön finde, ist, dass am neuen Blendenring eine Verriegelungstaste drin ist. Ich kann es also auf der A-Automatikstellung einrasten lassen. Und um es da wieder rauszubekommen, muss ich einmal hier drauf drücken, um es wieder aus der Automatik zu lösen. Das ist, glaube ich, ganz gut, eben weil der Blendenring auch ein bisschen leichter läuft, dass ich nicht aus Versehen aus der automatischen Blende auf Blende 16 lande und mich dann wundere, warum meine Bilder komisch aussehen. Das Gute an der Sperre ist, die funktioniert auch andersrum. Ich kann also bis zur Blende 16 frei drehen und dann bleibt es erstmal genau da. Ich muss diese Sperre auch drücken, um auf A zu kommen. Das muss man wissen, sonst wundert man sich. Ich finde es aber tatsächlich so rum besser. Ich würde mir die Funktion für die Zukunft an allen Objektiven wünschen. Ich mache hier mal eine kleine Gegenüberstellung des XF 16mm 1.4, des XF 18mm 1.4 und des XF 23mm 1.4. Kommen wir zu einem der beeindruckendsten Aspekte an dem Objektiv, der Autofokus. Der Autofokus ist rasend schnell. Hier ist ein Linearmotor verbaut. Linearmotor, der ist eigentlich den größeren Objektiven bisher vorbehalten gewesen bei Fujifilm. Der ist in Zooms verbaut worden oder auch zum Beispiel im XF 90mm F2, was ja nach wie vor eins meiner liebsten Objektive ist. Obwohl ich die Brennweite kaum nutze, schätze ich die optische Qualität zum einen und den Autofokus an dem Objektiv. Auch da, gemessen an der Größe, finde ich es faszinierend, wie schnell das Objektiv schon war. Das hatte auch ein paar Tage schon auf dem Buckel. Wie treffsicher es auch ist. Und genau das haben sie mit dem XF 18 jetzt auch hinbekommen. Das bewegt eine komplette Gruppe an Linsen durch die Gegend. Das macht es rasend schnell, trifft absolut immer den Fokus. Ich bin begeistert von dem Autofokus in dem Objektiv. Mit dem Objektiv, glaube ich, kann man jetzt zum ersten Mal die Fokusmöglichkeiten, die Tracking-Möglichkeiten von der X-Pro 3 und einer X-T4 wirklich bis an den Rand ausreizen. Schneller geht es meiner Meinung nach nicht als mit dem Objektiv. Wenn bei den Bildern, die ich in den letzten Wochen gemacht habe, mal ein Fehlfokusbild dabei war, war es nie, weil das Objektiv nicht schnell genug war. Meistens war es dann eher, weil ich nicht das Richtige anfokussiert hatte. Geschwindigkeit ist mit dem Objektiv absolut kein Problem.
Die Bildqualität spielt bei so einem Objektiv natürlich aber auch eine sehr große Rolle. Und auch da muss ich wieder das XF 90mm als Vergleichsobjektiv ranziehen. Das XF 90mm ist vor allem bei Offenblende eines der schärfsten Objektive, die ich bei Fujifilm im Lineup habe. Für mich ist das nach wie vor die Referenz. Wenn ich Bilder mache mit irgendeinem anderen Objektiv, schaue ich mir an, was macht das 90mm dazu im Vergleich. Um einfach einen Vergleich zu haben, das 90mm macht wirklich, wirklich scharfe Bilder. Was macht das andere Objektiv? Und das 18mm muss ich hier überhaupt nicht verstecken. Das ist wirklich durchgehend scharf. Bei 1.4 ist es in der Mitte knackscharf. Es ist eigentlich über das ganze Bild knackscharf. In die Ecken raus nimmt es ganz leicht ab. Aber sind wir mal ehrlich, im realen Leben interessiert es niemand. Vor allem, wenn ich mit Blende 1.4 arbeite, wird draußen in den Ecken ja hoffentlich nichts Scharfes sein, was ich irgendwie auch noch in der Fokusebene habe. Es ist wirklich rasiermesserscharf. Ich bin jedes Mal begeistert, wenn ich die Bilder anschaue, die ich mit dem 18er gemacht habe. Das Objektiv hat auch kaum Verzeichnungen oder sonstige optische Fehler wie chromatische Aberrationen oder sowas. Da muss man wirklich sagen, hier zahlt sich's aus, dass alles optisch in dem Objektiv korrigiert wird. Hier sind 15 Linsenelemente drin in 9 Gruppen. Davon gibt es 3 asphärische Linsenelemente und ein ED-Linsenelement, das dann die chromatischen Aberrationen zusätzlich nochmal korrigiert. So habe ich es zumindest verstanden. Da hier nichts in der Software korrigiert wird, habe ich auch keinen Verlust im Bildwinkel zum Beispiel. Man kann es mit RAW-Convertern wie Capture One mal nachvollziehen, wenn man eine RAW-Datei aufmacht. Von den Zoom-Objektiven vor allem in den extremen Bereichen beim XF1655, wenn man da auf 16mm geht, ein Bild schießt, sieht man, wie viel die RAW-Converter oder eben die Kamera selbst hier an Verzeichnung korrigieren. Das passiert bei dem 18er nicht. Hier passiert alles optisch im Objektiv und das ist logischerweise die höchste Qualität, die ich tatsächlich erreichen kann. Ich habe also kaum chromatische Aberrationen, weder längs noch quer. Ich habe kaum Verzeichnung, das Ding ist knackscharf und dann hat das Objektiv auch noch ein wunderschönes Bokeh. Das ist ja auch nicht unbedingt selbstverständlich. Alles, was aus dem Fokus raus ist, ist wirklich butterweich, sieht schön aus, Spitzlichter werden als schöne Bokeh-Balls gerendert. Das ist wirklich ein Traumobjektiv. Ich habe hier absolut nichts dran auszusetzen, Objektiv. Egal, was ich versuche damit zu fotografieren, es sieht gut aus. Ich hatte es leider die letzten 2 Wochen hier ziemlich mieses Wetter und konnte es nicht so ganz selbst ausprobieren, mit dem Objektiv viel in der Sonne zu fotografieren. Was ich aber bei anderen gesehen habe, ist, dass die Sonnensterne, wenn ich also die Blende ganz zumache, wirklich hervorragend aussehen und wohl auch kaum Probleme mit Ghosting oder Flaring in dem Objektiv entstehen. Ich habe bisher immer die mitgelieferte Streulichtblende drauf gehabt. Die tut auch absolut gut ihren Dienst. Ich bin gespannt, ob es mit der Metallgegenlichtblende, diese flache, die ich auch auf meinem XF23 und XF16 zum Beispiel drauf habe, ob es mit der genauso gut geht. Gehe ich aber schwer davon aus, dass es nicht viel schlechter sein kann. Wie gesagt, was ich bisher gesehen habe, hat mich absolut überzeugt. Also zu meinem Fazit und versuche die Frage zu klären, was hat sich Fujifilm eigentlich bei dem Objektiv gedacht?
Die Ingenieure betonen in dem Produktvorstellungsvideo immer wieder, dass das XF18 1.4 vermutlich das beste Objektiv im XF-Lineup momentan ist. Und ich muss ihnen zustimmen. Für mich ist das das beste Objektiv, das Fujifilm derzeit verkauft. Es gibt zwar auch das XF 90mm F2, was sowohl was den Autofokus angeht und die Abbildungsleistung extrem gut ist, aber es ist nicht die Brennweite, die ich momentan viel verwende. Ich verwende momentan sehr, sehr viel das 23er, das 16er, das 35er noch und das 18er passt da perfekt in diese Brennweiten rein. Dazu hat es noch einen attraktiven Preis, wie ich finde tatsächlich. Die Preis-Leistung hier ist extrem gut. Es ist klein, es ist leicht, es passt perfekt zu meiner X-Pro3. Ich bin wirklich schwer verliebt in dieses Objektiv und ich weine ihm jetzt schon hinterher, wenn ich es gleich in den Karton einpacken und wieder zurückschicken werde. Ich werde mir dann aber auch direkt mein eigenes XF 18mm 1.4 bestellen. Der Grund ist ganz klar. Zum einen ist es das momentan beste Objektiv, das Fujifilm baut, meiner Meinung nach. Und es liegt auch perfekt zwischen dem 16er und dem 23mm. Es füllt also genau die Lücke und ich habe bei den Reportagen und den Bildern, die ich in der letzten Zeit gemacht habe, gemerkt, das ist genau meine Brennweite. Genau die reizt mich im Moment so richtig. Und wenn mich eine Brennweite so sehr anmacht und ich dann auch noch den schnellsten Autofokus und eine so hohe Bildqualität bekommen kann, No-Brainer, natürlich muss ich das Objektiv haben. Ich werde also noch ganz viele Bilder damit schießen. Wenn ihr weiterhin Bilder sehen wollt, die ich mit dem Objektiv auch machen werde in der nächsten Zeit, lasst mir gerne ein Abo da und ein Like und schreibt mir unten in die Kommentare, wie ihr das Video fandet und ob ihr euch auch schon ein 18mm 1.4 bestellt habt. Ich wünsche euch viel Spaß, bis zum nächsten Mal.